Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Dann und Herren, ein herzliches Grüß Gott heute zusammen mit den damischen Rittern. In unserer Redaktion, Grund ihres Hierseins, seit 2005 machen diese Herren den Faschingszug in München. Letzten Samstag war ja der Ball der damischen Ritter im Lümbrer-Keller. War so lustig, da habe ich einer gefragt, Herr Griebel, was haben Sie denn für einen komischen Hut auf? Ich hab mir lange überlegt, ob ich es euch erzählen kann. Habe ich dann mit meinem Redaktionsleiter kurz geschlossen, also mit einem der Redaktionsleiter, so muss ich richtig sagen. Es war nicht der Chefredakteur, sondern Uwe Brückner. Der hatte mal vor langer Zeit einen Stuhl, einen gelben Bürostuhl, und da hat er mir irgendwo einen Kaffee drüber geschüttet. Und dann habe ich das deutlich gesehen, auf gelb, Kaffee macht braun. Ne? Da habe ich das gewaschen, das Teil. er hat es gewaschen. Da ist das so eingegangen, dass es nicht mehr draufgegangen ist. Seitdem benutze ich diesen Sitzbezug als Hut auf dem Ball. Und es schaut super aus. Es schaut ganz, ganz großartig. Es geht zwar nicht so auf, es ist mehr so Barett wie bei Ermal, bloß nicht blau, sondern eher gelb und gepunktet. Gelb-braun. Wo hast du das tolle Gewand her? Ja, Also, den habe ich mir zuerst ausgeliehen vom Geschäft, ja, und dann haben wir kaufen können. Dann habe ich das gekauft. Macht aber wirklich was her. Ja. Wenn ich jetzt du war, ich darf das überhaupt nicht mehr ausziehen. Ich darf praktisch so Straßenbahn fahren und ja, arbeiten. Bis ich heimkomme. Würde sicher nichts mehr kosten. Ne? Und das sind Münchner Stadtfarben, oder? Das sind Münchner Stadtfarben. Aber wie er da in der ersten Sendung schon mal, wo wir schon mal da sein dürfen, gesagt haben, die Art der Kostüme, also diese Kostüme, die kauft man in Köln. Echt in Köln? In Köln, ja. Die haben da reihenweise und kleiderständerweise haben sie Kostüme, das kannst du dir nicht vorstellen. Sowas kannst du. Auch in den München? Die wissen das wahrscheinlich gar nicht, nein, der Schwarz. Das wissen die nicht, gell? Nein, ich hab's ihnen auch nicht gesagt. Weil sonst hat ja jeder mit den Gewand rumsausen. Weil du kennst ja aber gern, dass die Leute in München sind, gell? Weißt du das? Also, nein, das darf man nicht sagen. Doch, sag's halt. Die Preisten, warum die so einen langen Hals haben. Das damit sie uns in Bayern sehen. Über die nein, damit die deren aus dem Kinderwagen schauen schon nach München rüber. Ja. Da wird der Hals lang. Und das haben wir letztes Mal schon gehört, das sind praktisch Orden aus Köln. Die sind von Köln, ja. Wahnsinn. Was es gibt. Aber jetzt darf mich jetzt doch interessieren, warum ist es für dich so eine Sitzung interessanter als der Kölner Faschingszug? Ich meine, ich erinnere mich noch, in meiner Kindheit bin ich vom Fernseher geguckt und da war ständig so eine Wechselschaltung zwischen Mainz, Düsseldorf und Köln. Und ich war als Kind total fasziniert. Wir waren schon einmal am Zug, aber es ist so eine langwierige Geschichte. Also da stehst du 5-6 Stunden stehst du an der Straße dort. Nein. Ja, doch. Und das du frierst dir den Arsch ab. Auf Deutsch sagt, ja. Also keiner kommt. Da, die kommen schon irgendwann. Du stehst nur eine gewisse Zeit. Aber das Problem ist halt auch. Dass die Straßen mal mehr einstürzen. Nein, das ist ein Stadtarchiv gewesen, was da zusammengefallen ist. Gell? Und die kriegen auch die Teile, die sie da finden, die bauen schon wieder zusammen. Ja. Die haben einen Haufen Zeug gefunden, habe ich erst letztes Mal gesehen. Aber das Problem ist halt auch, da wie wir drum waren, das war das einzige Mal, das geschneit hat. Da habe ich gedacht, ihr kennt es mich gerne, und wenn ich komme und es schneit jetzt, kann ich daheim auch bleiben. Du kannst sagen, dann muss ich nach Köln fahren, oder? Na eben, genau. Gibt es ja wenigstens da drum was Gescheites zum Trinken? Die haben doch auch diese kleinen Glasel, gell? Doch, das ist, ja, die sind schon gut. Also, ja. Weil man kriegst, das sind die Kölsch, nicht? Ja. Und die sind alle frisch, ne? Und die 0,2, die sind ja, die sind kühl. Jetzt sage ich mal was, wenn Bier immer frisch sein muss, damit ich es trinken kann, dann werde ich ganz, ganz skeptisch. Ja, aber das macht mich unheimlich. Ja, aber Lachsbier, wenn das Bier, was weiß ich, nach 0,3 schon Lack ist. Du, der da, ja. Nein, das ist, so weit kommt es ja gar nicht, dass es Lack wird. Ja. Nein, also der da kühlt, der kommt dann schon. Ja. Der Kürbis ist das übrigens. Gell. Das, aber wenn es dann Ärger mit dem ist, sagst du Kürbis. Da wäre es nämlich noch eingehauen. Ich sage halt, wir beide haben nicht umsonst den Masko gefunden. Hier, Damen und Herren, ist übrigens alles drauf, haben sie gesagt. Das ist also praktisch alles drauf, was man über die damischen Ritter wissen muss. 90 Jahre, gesellige Vereinigung der Turmfalken. Der hat sich manchmal auch noch singen. Also, ich meine, das ist eigentlich ein Gesangsverein. Ja, doch. Und da haben wir sogar das, ich weiß nicht, da wirst du das vielleicht gar nicht wissen, eine Veranstaltung, die ist also vereinsintern, die ist immer am 2. Samstag im November um 10 Uhr in der Früh. Ist die im alten Bäder. Und da singen wir für unsere verstorbenen Turmfalkenfreunde ein Requiem. Echt? Ja. Und da singen wir die Schubertmesse. Okay. Ha. Wir haben ja die musikalische Leitung.
Das ist unser Chorleiter, der Markus Reichert. Okay. Und der, ja gut. Die Schubertmesse. Schubertmesse, ja. Unabgespeckt in voller Länge, oder was? Sicher. Oder genau. Ja, ja. Nein. Ich glaube, ein Liedl singen wir noch nicht aus der Schubertmesse, aber die anderen singen wir alle. Okay, aber wir wollen jetzt nicht über Messen reden, Damen und Herren. Wir wollen auch keine Krapfen essen. Ich habe Krapfen mitgebracht. Ah, toll. Da werden Sie die Kollegen. Die haben so ein Fernsehreporter hat ja nichts. Die sind ja so arme Hunde. Aber wir haben ja auch nichts. Also insofern ist es nicht so schlimm. Aber wenn es ewig kommt, schauen Sie, einen Fresskorb haben Sie wieder mitgebracht. Haben Sie letztes Mal schon dabei gehabt. Das ist so schön, das langt dann bei uns für zwei Wochen. Weil wir eigentlich ganz bescheiden uns immer und redlich vor allem. Wir ernähren uns ja so redlich. Und die Weiber bei uns, die haben sich noch gesund dazu. Ja. Damen und Herren. Ich darf dazu sagen noch kurz, das ist von unserem Wirt gesponsert. Ja, von wem jetzt? Vom Neuen oder vom Alten? Vom Schottenheim, vom Alten. Vom Schottenheim? Vom Schottenheim, ja, ist gesponsert worden. Das finde ich toll. Herr Schottenheim, ich finde das toll. Echt? Das finde ich echt toll. Jetzt bin ich ganz da, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin echt ein bisschen verlegen. Eigentlich sollte man für ihn singen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Freudig begrüßen wir den edlen Schotti. Damen und Herren, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann mache ich einen sogenannten Stellungswechsel. Das kann man ja bei so doch leicht militärisch angehauchten Formationen immer ganz leicht machen, Stellungswechsel. Die wissen ja, von was dann die Rede ist. Ne? Und dann werde ich mich mit den Herren noch ein bisschen über den Faschingszug unterhalten. Das ist ein ganz wichtiger Event in München, Faschingszug. Wir haben ja gerade gehört, dass es bei so einem Faschingszug ganz leicht zugeht, dass man dann stark friert oder auch weniger stark. Und deshalb muss man da motiviert sein und richtig gekleidet. Nicht unbedingt in Rüstung, in Harnisch, mit Waffen oder anderen Stich- und Hiebgeschichten. Das ist nicht so wichtig, aber dazu in Kürze mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, die damischen Ritter zu München sind ein ganz lieber Verein. Ich habe mich seit Jahrzehnten praktisch mit diesem Verein intensiv beschäftigt und dieses Jahr habe ich nicht nur einen goldenen Orden von Ihnen bekommen, sondern dieses Jahr machen Sie Ihren Faschingszug an meinem Geburtstag. Nur mir zur Ehre. Am 4. Februar 1956 wurde ich nämlich im Pasing im Kreiskrankenhaus ans Licht der Welt geholt und ja, kaum war es 62 Jahre, schon mal am 4. Februar ein Faschingszug. Ich könnte weinen vor lauter Glück. Echt, das ist so schön. Weil ich habe das gelesen und gesagt, das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein. Und es ist aber so. 13.13 Uhr praktisch geht es dann los am Sendlinger Tor. Am Sendlinger Tor, 13.13 Uhr, Sendlinger Straße, hinab bis zum Marienplatz, Rathaus vorbei. Und zum Hofbräuhaus ist Schluss und da ist anschließend dann große Party. Wer macht die Vorhut? Ich mache die Vorhut. Ich bin hochexplosiv, ich habe riesen Gasflaschen im Auto. Wenn das Auto nicht mehr läuft, drei hinten auf. Ja, mit Nachbrenner. Mit Nachbrenner, alles. Ist, ja, mein Gott, wir sind umweltfreundlich. Wie viele Gruppen habt ihr dabei? Also die werden immer länger, der Zug. Ja, die werden immer länger. So ungefähr 45 bis 50, schätzen wir, wird es heuer. Wagen und Gruppen, also muss man sagen. Ja, über zwei Stunden, oder was, wie lange wird er da? Ja, das wird sich rausstellen. Ja, schon. Mit zwischendurch steht es ein bisschen, dann dauert es noch ein bisschen länger. Ja, wird schon ganz schön. Und die Wagen werden immer schöner, muss ich sagen. Immer. Und es geht immer nach einem klassischen Motto, Friedrich von Schiller, von fernher kommen sie gezogen und flehen um ein wirtlich Dach, sei uns der Münchner wohlgewogen, der von uns Unheil wird und Schmach. Also wichtig ist, Damen und Herren, um an die Schmach anzuschließen, also es ist so, das wichtigste Utensil, so sagt man, für seinen Faschingszug ist ein Regenschirm. Aber nicht etwa, weil das regnen könnte. Nein, weil der Regenschirm nämlich eigentlich auch ein ganz, ganz gescheites Auffangschirm. Auffangbecken. Wird. Jawohl, Auffangbecken. Aufsteigt der Strahl und Fallen gießt, der voll Kamellen rund, ne, sich verschleiernd überfließt. Nein, da kann man den ja unten nehmen. Darum hat, ich weiß nicht, ob es einer schon mal über. Ein Regenschirm hat doch unten so einen Spitz. Ist einem schon mal aufgefallen? Haben Sie einer schon mal über, warum der einen Spitz hat? Es darf mich genauso gut gegen Ringe ergeben, wenn der den Spitz nicht hätte, gell? Ja, so
sowieso. Und dieser Spitz wurde deshalb an den Regenschirm hin konstruiert, damit man den da unten halten kann und dann die Gurtel auffangen, die von den Wegen runtergeschmissen werden. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Und da haben wir mehr als genug, muss ich sagen. Und es gibt auch Kinderschirme, es gibt Herrenschirme. Früher hat es sogar Stimme gegeben, die haben Sturmschirme, die haben mehr so Spanndingern gehabt. Aber das war nicht wegen dem Sturm, damit der haltbar ist im Sturm, sondern damit man mehr erfangen kann. Verstehen Sie? Ja. Die Leute früher haben wir nichts gehabt. Verstehen Sie? Und da war einmal ein Faschingszug. Waren Sie froh, wenn er gekommen ist. Einmal im Jahr wenigstens. Ja. Und dann haben die praktisch säckeweise, rucksäckeweise die Gürtel mitgenommen. Die hat das ganze Jahr lang müssen. Ne? So ist es. Aber das einzige Verboten sind Sonnenschirme. Echt? Warum das? Ja gut, weil die anderen nichts mehr sehen, die interessant. Okay, alles klar. Also 13:30 geht's los und anschließend ist dann 13:30 habe ich gesagt. Nein, 13 ist völlig falsch. Ist völlig falsch. Also 13:13. Ja. Wie muss man sich das denn vorstellen? Stehen Sie dann am Sendlinger Turn schießen mit ihrer Waffe auf der Wiesen praktisch, wenn die Böller kommen, geht's los. 13 dann ziehen die los, die Sendlinger Straßen auf, nicht runter, sondern auf und dann biegen sie irgendwann mal rechts ab und sind dann praktisch noch am Marienplatz. Auf einmal sind wir am Marienplatz. Queren sie den Marienplatz. Und es wird immer schöner und das ist Wahnsinn. Und dann zum Schluss, wie gesagt, im Saal, wieder im Hofbräuhaus. Im Hofbräuhaus. Und dieses Programm, Damen und Herren, das ist wirklich immer der Hammer. Ich erinnere mich zum ersten Mal, wie ich da drin war, da war so eine, es war irgendeine Flugtanzgruppe aus. Ja. Habt ihr sie wieder? Die haben wir wieder, natürlich. Das sind Wahnsinn. Die sind super. Dass sie da noch nie einer was gebrochen hat, das ist einfach ein Faszinosum. Zumindest haben wir es nicht mitgekriegt. Ich schaut es nicht so genau an. Doch, schau ganz genau. Es ist Wahnsinn. Ja. Habt ihr wieder irgendwelche Fähren von Fähren her, so alemannisch oder irgendwie so, die laut? Ich weiß nicht, ob wir wieder Brasilianer haben, aber... Haben wir noch keine Rückmeldung von unserem Organisator. Alles wird das noch unter der Decke gehalten. Das wird die große Überraschung. Aber ich nehme schon an, dass wieder aus Frankreich vielleicht jemand da ist. Mhm. Und die Venedig, aber die kommen nicht aus Venedig, aber die haben diese tollen venezianischen Kostüme. Wunderbare Kostüme. Also es wird wieder schön. Und die Wagen werden immer schöner, teils auch jetzt schon politisch. Echt? Jawohl. Politisch? Das ist neu, politisch. Was wir früher ja nie kam. Ja. Der Untergang der SPD, ja, der tut den Schwarzen gar so schön. Nein, ich weiß nicht, ob ich es hinten so. Bei den GroKo-Wagen, da sind die Roten stehen auf der linken Seite, die Schwarzen auf der rechten Seite. Meine Herren, lassen Sie sich überraschen. Und was halt wirklich ganz wichtig ist, das ist jetzt an Sie gerichtet, Sie müssen der Farbtupfer sein. Sie müssen der Farbtupfer sein am Wegesrand und die damischen Ritter, wenn es bei einer vorbeikommen, müssen jubeln. Weil sowas wie Sie dürfen die bloß einmal sehen. Ja. Strengen Sie einer Ihnen an. Ich bedanke mich ganz herzlich, meine Herren, für Ihr Engagement, für den Faschingszug und vor allem für den Besuch. Und wenn Sie den Mann sehen, Vorhut, dann wissen Sie, der Zug kommt. Ja. Dann geht's los. Dann geht's los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Fasching, viel Vergnügen, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.